Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat September steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Hinteren Deck, achte Kelche. Also Steinbock, wir haben bei dir hier generell jetzt gesehen eine starke Legung, ja? Eine starke Energie. Sehr viel Kraft, würde ich sagen. Monat September für dich, sehr viel Kraft zu spüren. Achte Kelche ist eine emotionelle Energie. Die Emotionen kann man in dieser Karte sehen. Ich denke, wir reden hier über eine Situation, die wir verlassen. Wir verlassen eine Situation, die uns wehtun kann. Also es ist nicht so, dass es angenehm ist oder leicht ist, aber man verlässt hier schon eine Situation. Also Steinbock, das hier spricht für deine Energie in den Monat September. Du siehst eine Person, die den Rücken gibt, ja? Also ich gebe den Rücken. Ich entferne mich, ich distanziere mich von einer bestimmten Situation in meinem Leben. Es ist deutlich. Also es braucht man hier nicht so viele Worte. Ich meine, man merkt die Farbe auf dieser Karte, diesen Grau, Blau, Grau, also so, die Traurigkeit kann man hier schon spüren, eine Traurigkeit, also achte Kirche. Und das, ich meine, man verlässt eine Situation, aber mit Gefühle. Immerhin mit Gefühle, aber ich gehe. Warum? Tja, einen Grund gibt es schon hier, ja, tatsächlich. Also deine Legung, also irre dich nicht, täusch dich nicht. Diese Energie hier spricht für den Monat für dich nicht. Das, was ich hier habe, ist schon. Eine potenzielle Energie, was wir hier haben, sehr potenziell. Also es kann schon möglich sein, dass du für das, was du erreichen möchtest, für das, was du vorhast, für dich, ja, und ich würde sogar sagen, es hat sehr viel auch mit Arbeit zu tun, es kann ziemlich gut möglich sein, für das, was du erreichen möchtest, musst du aber auch manche Handlungen machen, manche Entscheidungen treffen, sogar Situationen, also Entscheidungen treffen, die vielleicht du nicht so gerne hast oder nicht, ja, aber du machst das. Du machst das. Ist interessant, gerade die Energie. Schau mal bitte jetzt hier. Ziemlich sogar. Ziemlich interessant. Also sechste Kerlchen und achte Kerlchen. Natürlich ist die Situation kompliziert. Weil für eine Gruppe für Steinbock kann ich sogar über Kinder reden, über deine eigenen Kinder reden, Geschwister, Familie. Die Nummer 6 der Kelchen spricht für enge Verhältnisse, also einen engen Verhältnis zu einer Person oder mehrere Personen. Denn diese Karte für mich spricht sehr viel für die Familie. Deine direkte Familie, was mit deiner Mutter, Vater, Geschwister oder deine eigenen Kinder,
Ehemann, Ehefrau oder so eine Situation. Es kommt ziemlich drauf an, ne? Was wir hier für dich haben. Es kommt auf deine Situation drauf an. Aber du siehst ja, natürlich ist das sehr emotionell hier. Die Emotionen, die Gefühle, die Nostalgie, die Traurigkeit ist hier. Ja, weil das, was du hier machen wirst, wird dir auch wehtun. Du weißt aber, dass du das machen musst. Du weißt, dass du das machen musst, es tut dir aber weh. Was ich hier spüre, ist, du fließt tatsächlich mit der Veränderung. Ich habe bei dir gerade hier, Steinbock, eigentlich, und du wirst das nicht glauben, eine positive Energie. Also, ich spüre hier eine positive Energie tatsächlich für dich. Ist positiv, aber kompliziert. Alles kann man ja nicht haben. Ich meine jetzt, ne? Es ist ja klar, dass Veränderungen nicht leicht sind, aber nötig. Ja? Und das ist, was ich hier spüre bei dir. Ja, tatsächlich. Ich denke schon, ja. Also, ich denke, wir reden hier darüber. Schau mal, die Karte der Magier. Sternzeichen Zwilling, Jungfrau bei dir. Ja, es kann eine Synchronisierung hier mit Jungfrau auch geben, tatsächlich. Und Kinder sehe ich hier. Und in manchen Fällen sogar die Manipulation könnte kommen, irgendwie. Ja, also, wir wissen ja, wie das ist. Also, sobald ich für mich entscheiden möchte, haben alle ein Wörtchen da rein zu sagen, aber das ist meine Entscheidung, das ist so, wie ich leben möchte. Und irgendwie, klar, das verstehe ich ja auch. Das ist immer so, Steinbock, wenn man immer für alle Menschen da war, ja, du warst immer da für alle Menschen, du bist eigentlich die Person, die die Familie irgendwie gehalten hat, ja. Finanziell, wie emotionell, wie überhaupt du bist, ja. Und wenn du nicht da bist, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Das weiß ich schon. Schau mal bitte jetzt, Steinbock. In der Mitte für deine Legung ein König der Stäbe. Entweder hast du mit so einer Person zu tun oder das hier ist deine eigene Energie. Weil das Gefühl, was ich hier habe, ist sehr, sehr viel die Arbeit. Und Steinbock, wir wissen ja, wie das ist für dich. Du repräsentierst oder dein Element repräsentiert wirklich die Arbeit. Überhaupt, Sternzeichen Steinbock, das ist die Arbeit tatsächlich, ja. Ich glaube, ich irre mich nicht so sehr dabei. Also wir reden hier über einen König der Stäbe. Für mich, diesen König hier, ist der König der Arbeit. Das spricht für einen Chef, eine Chefin. Eine Person, die sogar wegen Arbeit verreisen muss, immer wieder pendeln muss, ja, zwischen mehreren Ländern oder Städten durch die Arbeit. Ich sehe hier eine Person aus einem anderen Land. Also in manchen Fällen die Unterschiede zwischen zwei Personen sind da. Wenn wir, ja, also Nationalität, Sprache, du siehst ja das Aussehen von der Person hier. Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder. Sternzeichen Widder ist bei dir auf den Würfeln da, ja. Also in manchen Fällen, weil hier eine Synchronisierung oder du mit diesen Sternzeichen was zu tun hast. Ich spüre hier eine starke Energie, eine sehr starke Energie mit diesem König der Stäbe. Überhaupt mit dieser Illustration auch. Es ist immer ein bisschen verschieden. Steinbock. Ja. Also für eine Gruppe könnte ich hier die Mutter oder der Vater deiner Kinder haben. Ich sage es jetzt nur wegen dieser sechsten Kelche. Also ich sehe hier schon Familie, Kinder oder einen Ex, so eine Situation. Es kommt ziemlich drauf an. Wir können hier gerade so über so vieles reden, Steinbock. Wir können über so vieles reden. König der Stäbe in der Mitte für deine Energie. Eigentlich eine sehr wichtige, gute Energie. Sehr viel Kraft, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Motivation.
Energie, wie gesagt, ist eine sehr potenzielle Energie, was auch mit Arbeit zu tun hat. Feuerelement, also ich finde, es ist eine positive Energie. Begleitet, die Karte, die sich hier kreuzt oder blockiert, ist ein Ass der Münzen. Ich rede über eine neue Möglichkeit. Eine neue Möglichkeit bietet sich hier schon an. Die Energie ist aber langsam. Ja, weil die Energie ist in eine Blockade. Die Gründe sind verschieden. Wir wissen ja, die Gründe sind unendlich verschieden. Die Familie könnte ein Grund dafür sein, ja, weil das haben wir gerade bei dir gesehen. Aber du merkst ja, ich spüre hier mit dieser achten Kelche, spüre ich schon Veränderungen bei dir. Hier sind Veränderungen, tatsächlich. Du siehst, hier habe ich Wasser. Du siehst das Wasser da, ja. Warum sage ich dir das hier? Weil von unserem schamanischen Seelenorakel werde ich später diese Karte für dich vorlesen. Kam für dich die Karte der Fluss. Hier reden wir wieder über Wasser. Wasserelement. Wasserelement, Sternzeichen Skorpion, Krebs, Fische. Unabhängig von diesen Sternzeichen, was ich hier spüre bei dir, ist dieses mit dem Strom schwimmen. Ja, ich schwimme mit dem Strom tatsächlich. Nicht gegen den Strom, sondern ich schwimme mit. Ja. Und das ist eine sehr positive Energie, Steinbock. Für dich überhaupt als Erdelement. Ja, das ist eine sehr positive Energie, ja, was wir hier für dich haben. Ja, interessant, also Ass der Münzen und König der Stäbe, das ist hier einfach nur eine wichtige, ermächtigte Energie. Warum? Habe ich hier mit Arbeit zu tun? Ja. Mit neuen Projekten? Ja. Viel Stabilität, viel Reichhaltigkeit, viel Geld. Ja? Ich weiß nicht, was das ist hier für dich, wie das hier für dich direkt spricht. Wenn das wirklich Arbeit ist, dass du in dieser Situation bist, es zeigt sich sehr, sehr positiv. Musst du für das hier manche Situationen opfern? Ich denke schon. Das Gefühl, was ich hier habe, ist, damit du dein Ziel erreichen kannst, musst du andere Situationen, sogar Personen hinter dir verlassen. Und das fühlt sich nicht gut, das fühlt sich nicht angenehm, aber ich befürchte, die Veränderungen sind nicht leicht. Ne? Steinbock, ich hole mir mehrere Karten. Also Sternzeichen Löwe ist hier stark zu spüren. Löwe, Sternzeichen Widder oder Schütze, Feuerelement. Du hast aber gesehen, Wasserelement ist hier. Ja? Sternzeichen Fische, Skorpion, Krebs ist hier nämlich auch. Zwilling, Jungfrau, wie du gesehen hast. Genau, ich hole mir mehrere Karten. Augenblick, Steinbock. Sehr viel Reichhaltigkeit spüre ich bei dir, Steinbock. Sehr, sehr gute Vorzeichen haben wir hier. Ich weiß, es kann täuschend, aber nee, nee. Schauen wir mal jetzt weiter. Hinteren Deck, fünfte Münzen. Fünfte Münzen. Nochmals spricht man hier, du siehst auf diesem Deck, du siehst hier auch eine Person, die geht. Diese fünfte Münzen ist eine Energie, die eigentlich, wo man einen Verlust zeigt, ja? Verluste. Es kann mit Finanzen zu tun haben, finanzielle Verluste, emotionellen Verluste. In beiden Karten sieht man eine Person, die sich distanziert, die geht. Eine Person allein, also ich spüre hier dieses Alleinsein, emotionell gesehen, Traurigkeit, also traurig sein in manchen Fällen. Ja, die Energie zeigt sich nämlich so. Ja.
Augenblick bitte. Ich hole jetzt ein paar Karten von meinem eigenen Deck. Steinbock, schauen wir mal. Genau wie bei Sternzeichen Jungfrau, glaube ich. Warte mal kurz. Nee, 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 Zwilling. Wie bei Sternzeichen Zwilling. Hinteren Deck hätte ich das Bild hier. Jetzt sieht man zwei Personen hier. Für mich ist das hier zweite Kerlchen, ja? Zweite Kerlchen. Steinbock, schau mal bitte jetzt. Der König der Stäbe begleitet mit 10 der Schwerter. 10 der Schwerter. Und so eine Person. Ich spüre hier, du siehst hier 10 der Schwerter, nochmals eine Person. In manchen Fällen reden wir hier über diese Energie, diese leidenschaftliche Energie. Es gibt hier eine Enttäuschung, mit diesen 10 der Schwerter. Eigentlich schon oft das. Ich spüre hier eine Situation, wo man oft das verletzt worden ist oder mehrere Verletzungen. Sehr lang in der Zeit, irgendwie mit einem König der Stäbe. Ist das für dich ein Geschäftspartner, Steinbock? Es kann für einen Geschäftspartner reden. Es kann natürlich für einen Wunschpartner reden. Es kommt auf deine Situation drauf an. Aber 10 der Schwerter mit dieser Energie. Ich muss dir sagen, der König und die Königin der Stäbe sind beide auf dem Tisch. Feuerelement sehr präsent. Die Verbindung ist da. Mit dieser Energie. Es gibt eine Verbindung. Es gibt hier, es gibt eine Situation, die man verlässt. Ja, Steinbock. Wenn das hier kein Geschäftspartner für dich ist, in manchen Fällen gibt es die Verbindung durch die Arbeit, dass man die Person durch die Arbeit kennt. Ist das hier doch ein Chef, eine Chefin? Weil diesen Fall hatten wir bei dir mal gehabt. Muss aber nicht sein. Du wirst natürlich wissen, wer die Person jetzt hier ist. Das kannst du vielleicht besser wissen. Aber ich sehe hier so eine Situation. Ja, von verlassen. Von, ja. Sich distanzieren. Distanz nehmen. Also Abstand nehmen. Und so eine Situation gibt es hier schon. Von einer, ich sehe hier eine Enttäuschung zu einer Person. Ein König der Stäbe. Feuerelement. Es kommt drauf an, wie, wer die Person jetzt für dich ist. Ja? Das Gefühl ist, eine Person lächelt dich an, also eine Person lächelt dich an, aber dann zende Schwerter, ja? Irgendwie ist komisch hier. Schau mal bitte jetzt, Steinbock, mit Ass der Münzen habe ich hier die Mäßigkeit. Und eine Person hier, die liegt, heilt, gibt es hier eine Heilung, eine Person, die heilen muss, eine Zeit zum Heilen gibt, eine komplizierte Zeit sehe ich hier. Ja, eine komplizierte Zeit ist hier schon zu sehen. Ich spüre diese Situation von Heilen, ich sehe aber nämlich viel Geld. Ist das hier jetzt ein Erbe für dich, Steinbock? Dass das ein Erbe ist, jemand, einen Verlust in der Familie, ja, man hat in der Familie diesen Verlust, ich weiß nicht, wer die Person jetzt für dich ist, aber, und es gibt einen Erbe, einen familiär jetzt, mehrere Menschen sind in manchen Fällen doch beteiligt hier.
Ich spüre hier so eine Situation von Heilung, Krankheit. Auf jeden Fall, du siehst ja, hier ist eine Person in manchen Fällen, die krank ist. Ja? Die liegt, krank ist. Zeit braucht. Ich rede hier über Zeit. Ja, zum Heilen. Aber dann Ass der Münzen. Und das spricht für viel Geld. Kann auch mit Eigentum zu tun haben. Ja, und nochmals eine familiäre Situation. Diese Energie ist aber in einer Blockade. Diese Energie ist hier in einer Blockade. Ja, also Steinbock, ich spüre hier sehr stark dieses Gefühl von Erbe oder Eigentum. Das spüre ich ja sehr stark, ja. Aber, naja, schauen wir jetzt weiter. In deiner Unbewusstheit habe ich einen Ritter der Kelchen. Ritter der Kelchen spricht auch für eine Versöhnung. Genau wie die Mäßigkeit habe ich hier. Also ich spüre hier dieses Gefühl von eine liebe Botschaft, oder sich, ja, die Emotionen, die Gefühle sind hier. Man möchte irgendwie was, etwas Gutes machen. Aber zwei der Schwerter. Das Gefühl ist, man glaubt hier eine Versöhnung gar nichts. Ja? Oder eine Person vertraut diese Situation nicht. Ich habe kein Vertrauen. Kein Vertrauen, ja, was du mir jetzt sagen möchtest, ist, ich weiß nicht, also das Gefühl ist hier, ich schütze mich vor deiner Kommunikation oder ich schütze mich vor dir, denn ich glaube dir nicht. Etwas sag mir, dass ich dir nicht glauben kann. Ja, ich spüre hier eine Blockade bei einer Person, Steinbock, oder eine Person blockiert hier eine bestimmte Kommunikation oder, ja, also... Steinbock, Entschuldigung, meine Pause, ja. Ja, ich empfinde diese 10 der Schwerter in der Mitte mit diesem König der Stäbe. Sagt schon viel eigentlich, ne? Das von einer bestimmten Person. Und wenn diese Karten hier über diese Person jetzt reden, nämlich auch, es ist ja klar, dass man hier kein Vertrauen hat über eine bestimmte Energie hier, eine bestimmte Person. Und es kommt jetzt ziemlich drauf an, Steinbock, weil das kann für dich, egal in welchem Bereich in deinem Leben, ja, weil das kann Familie sein, aber auch Arbeit sein. Schau mal in deinem Bewusstsein, 7. Kelche, tatsächlich, 7. Kelche, 6. Schwerter und so eine Energie. Die gleiche hatte ich bei Sternzeichen Zwilling. Ich spüre hier die Synchronisierung mit Sternzeichen Zwilling. Ja. Irgendwie die Zweifel sind hier. Ich sehe hier in deiner Energie Zweifel. So ungefähr, ich muss hier eine wichtige Entscheidung treffen. Ja, ich weiß, dass ich hier eine wichtige Entscheidung treffen muss. Und ich möchte sicher sein, was ich jetzt hier mache. Aber, denn es gibt hier natürlich eine dubiose Energie, 6. Schwerter und diese, ja. Ich spüre bei dir, Steinbock, das Wort Entscheidung ist hier schon zu spüren, ja. Also, und es zeigt sich, man möchte sicher sein hier, was man jetzt macht, ja. Weil die Möglichkeiten bieten sich schon hier, also die Möglichkeiten sind da, die Optionen sind da. Man möchte aber sicher sein, was man hier macht. Weil, ja, das spüre ich hier. Denn schau mal bitte, in deine Vergangenheit spricht ja für den Monat August noch, die Legung ist ja für September. Aber in dieser Vergangenheit habe ich die Karte der Sonne, die Karte der Teufel, und so eine Dokumentation. Bei Sternzeichen Zwilling kam diese Karte in der gleichen Stelle wie bei dir. In der Vergangenheit die gleiche Karte von mir bei Sternzeichen Zwilling und jetzt bei dir.
Hier sieht man Dokumentation, Unterlagen. Und diese Unterlagen hier, Dokumentation könnte mit entweder was mit Geld zu tun hat, Eigentum, Erbe oder so eine Situation. Ja, das ist, was ich hier spüre. Ich sehe hier Licht in dieser Situation, weil ich spüre eine toxische Situation hier auch. Die Karte der Teufel, Sternzeichen Steinbock wie du, Löwe, wie du siehst. Ich denke, wir reden hier über Klarheit. Klarheit hier. Ja? Wir reden über Klarheit, weil in manchen Fällen gab es hier schon so eine dubiose Situation, ne? In manchen Fällen gibt es hier schon eine dubiose Situation, die Sonne und die Karte der Teufel. Ich spüre hier, ich meine, hier reden wir schon über viel Feuer eigentlich. Die Sonne und der Teufel. Es gibt schon hier, und das Materielle ist überhaupt. Die Karte der Sonne hat sehr viel mit diesem Materielles zu tun natürlich, aber die Karte der Teufel nämlich auch. Ja, also hier gibt es ein bisschen sehr, sehr stark dieses, das Materielles. Ja, also ich könnte zum Beispiel jetzt hier nicht unbedingt über das Spirituelles reden. Das ist materiell pur. Und das irgendwie solche eine Dokumentation, Unterlagen oder wie auch immer. Du hast gesehen gerade, mit wem ich das hier verbinden könnte. Und jetzt kommt natürlich darauf an, wie du das verbinden kannst. Du kennst ja besser deine Situation. Ich sehe eine toxische Situation hier mit einer bestimmten Situation. Kann das für dich in deiner Familie sein? Ja. Und handelt es sich hier um Finanzen, um Geld, hat das damit zu tun. Aber sind mehrere Beteiligten hier? Es kann möglich sein, weil da, wenn das hier die Familie ist, sind mehrere Beteiligten, es ist ja klar. Ich spüre diese Situation. Ja. Es ist ja klar, dass man hier auch Licht und Klarheit bekommen kann, wird, ja, mit der Karte die Sonne. Schau mal bitte, Steinbock, in deine Zukunft. Ritter der Münzen. Ich glaube, ich bin mir nicht so ganz sicher, bei wem hatte ich das? Ich glaube, das war Sternzeichen Fische. Aber nicht nur. Ich hatte es bei jemand anderem noch gehabt. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist wichtig manchmal, ja. Steinbock, ich sehe hier sehr viel Reichhaltigkeit für dich. Also tatsächlich viel Reichhaltigkeit. Gute Vorzeichen sieht man hier in Bezug Geld, ja. Oder neue Situationen in deinem Leben. Einen Ritter der Münzen ist langsam, mag sein, aber sicher. Langsam, aber sicher. Ist eine sehr positive Energie. Wir reden hier, du siehst ja Geld, was du bekommst. Ja? Begleiten mit der Karte der Narr, es gibt hier eine Unabhängigkeit. Ja? Ich mache mich unabhängig, ich befreie mich, ich mache mich selbstständig. Es gibt hier so eine Energie. Also die Karte der Narr und der Ritter der Münzen, beide Karten reden für eine Reise. Eine Veränderung in der Energie. Ich habe hier auch so einen Arm mit einem Tattoo. Du hast gleiche Karten wie bei Sternzeichen Zwilling. Bei Sternzeichen Zwilling kam nämlich auch diese Energie, diesen Tattoo hier auf diesem Arm, Oberarm. In manchen Fällen, ich weiß nicht, wie du das hier verbinden kannst, ob dir das was sagt hier, aber dieses Tattoo ist ja da und ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier oft das für dich haben, Steinbock, dass du oft das diese Karte hier bekommst. Es klingt mir irgendwie bekannt, ja.
Du siehst ja, ich glaube, das Gefühl ist hier, ich fließe, also ich schwimme mit dem Strom. Ich lasse mich gehen. Ich traue mir, also ja, also ich spüre hier dieses Gefühl sehr stark, Steinbock. Eine sehr positive Energie. Tatsächlich momentan bei viele Sternzeichen, diese Veränderung ist da. Augenblick bitte. Schau mal in deine Gefühle. Zweite Stäbe. Zweite Stäbe. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, ich wiederhole mich sehr wahrscheinlich, wenn ich sage, dass die gleiche Energie hier in der gleichen Stellung wie bei Sternzeichen Zwilling gekommen ist. Da. Begleitet mit vier Schwerter und ein Foto. Jemand denkt hier sehr an eine Person. Also ich träume von einer Person. Eine Person, du hast eine Person sehr stark präsent bei dir, Steinbock. Du träumst mit einer Person. Du denkst sehr viel an jemand. Es kann eine Frau oder ein Mann sein. Ja. Aber ich denke, du denkst sehr viel hier an eine Person. Du hast Pläne hier oder du würdest gerne etwas machen. Dieses Gefühl bei dir gerade vom Nachdenken, ich denke sehr viel nach über diese bestimmte Situation, ist hier zu sehen. Ich würde gerne hier eine Handlung machen oder ich mache Pläne, ich habe etwas vor, ich bin am Nachdenken. Ist hier tatsächlich, ja? Irgendetwas hat man hier vor, irgendetwas will man hier machen. Die Gedanken sind stark hier zu spüren. Sehr viele Gedanken. Gibt es in manchen Fällen eine geografische Distanz hier mit einer Person, Steinbock? Weil schau mal, was du von außen ansiehst, ich sehe neunte Kelche. Neunte Kelche spricht für einen Wunsch. Einen Wunsch. Nochmals achte Kelche. Also die Nummer 8 wiederholt sich oft das. Die Nummer 8, 8, 8. Und die Karte die Welt. Von meinen Bildern kam auch die Welt. In manchen Fällen gibt es eine geografische Distanz hier zu einer Person. Ja, ich sehe Kommunikation hier über Internet. Und du siehst ja eine wichtige Entscheidung. Ich spüre nochmals hier die Emotionen bei dir. Die Gefühle sind hier. Die Gefühle sind hier. Steinbock. Ich spüre hier eine Synchronisierung mit mehreren Sternzeichen. Ich finde das wichtig, weil manchmal das verbindet, es ist für uns eine Verbindung irgendwie oder eine Bestätigung. Ja, in manchen Fällen, wenn man sagt, okay, ich bin Sternzeichen Steinbock und ich habe in meinem astrologischen Chart viel Sternzeichen Zwilling. Dann, wenn ich mir diese anderen Sternzeichen anschaue, gibt es für mich eine Doppelbestätigung für die Energie. Verstehst du, was ich meine? Das ist, was ich immer wieder meine, genau wie bei Sternzeichen Jungfrau gerade hier. Es ist einfach nur interessant, finde ich, ja. Aber die Synchronisierung gerade ist stark hier. Sehr sogar. Sehr. Schau mal, was deine Wünsche, eine Reise in manchen Fällen, tatsächlich. In manchen Fällen, das ist, was du möchtest. Eine Reise oder du möchtest, wie gesagt, was Neues nach, ja, Situationen verlassen. Das ist, was ich hier spüre. Du möchtest Richtung Zukunft dich fokussieren. Was Neues, für was Neues dich trauen, ja. Das könnte sogar mit einer Reise auch verbunden sein. Ich denke, wir reden auch über eine Schnelligkeit. Man möchte schnell, ja. Die Karte der Mond und eine Person mit einem Computer könnte vielleicht bis jetzt wenig Kommunikation da sein oder wenig Kommunikation da gewesen sein. Diese geografische Distanz ist ja da, diese Zweifel sind da oder diese Ungewissheit ist da. Ja,
Aber ich denke, man bekommt hier doch Kommunikation und man bekommt schon Klarheit hier. Ja. Man bekommt schon hier Klarheit. Momentan haben wir auch mit dem Mond zu tun, ne? Das wissen wir ja. Also du siehst ja, hier sieht man den Mond. Auf dieser Karte könnte man auch denken, das ist schon der Mond. Ja. In dieser Karte sieht man auch den Mond hier. Was will ich dir damit sagen? Dass in manche Fälle haben wir momentan auch sehr mit diesen Veränderungen, ja, momentan, was mit dem Mond zu tun hat. Also in manche Fälle ja. Und das spüren wir. Die Zweifel sind da. Also der Mond ist ja da. Es kommt hier eine Veränderung, Steinbock, weil der Mond bleibt ja nicht immer so. Der Mond verändert sich ja jeden Tag. Von da aus, du bekommst ja Klarheit in dieser Situation. Ja, schau mal bitte als Ergebnis für dich einen Ritter der Stäbe. Nochmals, du siehst ja, wir reden ständig hier über Handlungen, Handlungen, Bewegung, eine Reise, eine schnelle Reise, denn diesen Pferd ist schnell. In deine Zukunft sieht man bei dir ein Ritter der Münzen. Als Ergebnis Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe spricht für Schnelligkeit, für Leidenschaft, für Kraft, Vitalität, Energie. Das ist einfach eine starke Energie hier, ja. Feuerelement halt, aber du siehst ja, die Elemente sind gerade nicht so wichtig, weil wir haben alle Elemente auf dem Tisch. Überhaupt Wasser, Feuer, Erde, sehr präsent bei dir. Du siehst ja, ich sehe hier eine Reise, begleitet mit einer Königin der Stäbe. Feuerelement, viel Leidenschaft. Und man muss auch mal Nein sagen können. Das ist die Karte, die von mir gekommen ist. Man muss auch mal Nein sagen können. Zum Beispiel jetzt. Du hast mit einer Person zu tun, ja? Sage ich jetzt mal so. Du hast mit einer bestimmten Person zu tun, die du in deiner Umgebung hast, in deinem Leben ist. Diese Person kommt immer wieder, also es gibt eine starke Anziehung von beiden Seiten. Diese starke Anziehung ist ja da. Diese Person, wie gesagt, bleibt aber nicht, kommt und geht und man hat da sehr viel Leidenschaft zwischen zwei Personen. Aber du hast eine Entscheidung zu treffen. Du musst entscheiden. Entweder bleibe ich bei dieser Energie, eine Person, wo ich tatsächlich eine starke Anziehung habe, wo ich, die Chemie stimmt hier schon. Ich bleibe dabei oder ich entscheide mich für einen anderen Weg. Ich entscheide mich für einen anderen Weg, der mir etwas mehr Produktivität, also produktiv sein kann. Einen anderen Weg tatsächlich. Bleibe ich lieber hier in diese Situation von, ja, starke Anziehung, Leidenschaft etc. Und sogar in manchen Fällen rede ich hier über eine karmische Situation. So wie es für dich spricht, ja, diese karmische Situation. Was heißt das sogar? In manchen Fällen Menschen, die verheiratet sind, in einer Beziehung sind, aber hier nur eine sexuelle in Kontakt gibt, etc., etc. Soll ich hier bleiben, in diese karmische Situation, ja, oder soll ich doch lieber meine Zukunft anders gestalten und meinen Fokus anders richten? Was spricht mehr für mich? Ja, was ist wichtig für mich? Soll ich mehr in diesen spirituellen Weg weitermachen? Ja, in einen spirituellen Weg? Oder soll ich weiter in manche Fälle diese Lüsternheit? Ja, gibt es hier mehr eine Lüsternheit tatsächlich? Ist das hier eine Situation, die man wirklich verlassen soll? Weil eigentlich am Ende im Großen und Ganzen dir nichts bringt? Es bringt dir ja gar nichts, diese Situation hier.
mit einer bestimmten Person? Denn das hast du schon selbst schon gemerkt, ja? Es gibt hier diese Situation, Steinbock. Ich spüre hier eine klare Situation von, ich muss hier eine Entscheidung treffen, tatsächlich. Ich muss hier eine wichtige Entscheidung treffen. Soll ich mich von einer bestimmten Situation distanzieren, entfernen? Ja, eine klare, wie gesagt, Lüsternheit ist hier zu spüren. Und oder soll, ja, soll ich mich da dabei bleiben oder mich distanzieren? Was Neues anfangen? Mich befreien? Denn man muss auch mal Nein sagen können, Steinbock. Man muss auch mal Nein sagen können. Das gilt für dich, das gilt für mich, das gilt für uns allen. Für uns allen. Ja, kommt jetzt eine Person einfach, die sehr viel Feuer hat oder wie auch immer. Und ich auch, eigentlich spricht immer für beide Seiten. Also kommt jetzt einfach eine Person auf mich zu und ich werde schwach in der Situation und ich kann nicht Nein sagen, weil ich selber auch schwach bin. Will ich tatsächlich in dieser Situation bleiben, diese karmische Situation, oder möchte ich wirklich was Neues anfangen? Mein Fokus anders richten. Meinen spirituellen Weg weitermachen. Ich bin ja hier nicht, um eine toxische Situation zu bleiben. Ich bin in diesem Leben gekommen, um in meinen spirituellen Weg zu finden. Natürlich, das ist sicher. Das ist sicher. Ja, also mich macht nicht nur ein Mensch. Also eine Person, sprich nicht für mein Leben. Ich darf mich nicht von einer Person einfach so beeinflussen lassen, dass ich nicht mehr so bestimmen kann, weil ich blind bin von lauter Suchtverhalten oder Co-Abhängigkeit. Es könnte hier sogar eine Co-Abhängigkeit sein. Ja? Und das ist eine Sexualität hier. Und wir vergessen es ja nicht. Also das Leben besteht ja nicht nur auf Sex. Oder eine Beziehung, eine ernste Beziehung ist nicht nur Sex. Und du wirst denken, du sprichst immer wieder über das Gleiche, aber ich meine, das ist, was ich da habe. Nicht mehr und nicht weniger. Also so, wie ich dir das sage. Sonst würde ich dir das nicht sagen. Ich spüre hier eine klare Sache. Unabhängig von Sternzeichen. Ich weiß nicht, welche Sternzeichen diese Person hier hat für dich. In manchen Fällen ist nicht mal Feuerelement, sondern Wasserelement, zum Beispiel, ja. Aber die Energie von der Person ist tatsächlich so, genau wie bei dir, Steinbock. Nicht vergessen, es liegt nicht immer alles draußen, sondern ich reflektiere nach außen, wie das in mir aussieht. Das ist wieder auch eine Tatsache. Von da aus, was muss ich an mir arbeiten, damit sich meine Umwelt nach draußen anders ist, ja, was muss ich in mir arbeiten, was muss ich in mir verändern, weil ich reflektiere nach außen, ja, wie es in mir aussieht, so innen, so nach außen, ja, und das ist, also, ehrlich gesagt, Steinbock, wenn ich dir ehrlich bin, ich habe hier zwei verschiedene Situationen, das ist wie Tag und Nacht, das ist Tag und das ist Nacht. Ja, das ist Zukunft, tatsächlich, und steht auch in deiner Zukunft. Das ist Zukunft. Und das ist, was möglich auch auf dich zukommen wird, wo du eine wichtige Entscheidung hier treffen sollst. Und wie die Karte, meine Karte jetzt gesagt hat, man muss natürlich auch mal Nein sagen können. Ich glaube, diese Karte ist deutlich. Ist deutlich. Ja, das spricht für das hier. Man muss den Rücken geben, man muss auch mal Nein sagen können. Was ist das hier für dich, Steinbock? Das musst du wissen. Das musst du wissen. Es ist deutlich. Es ist deutlich. Ja? Ich denke, die Energie ist deutlich und die Energie zeigt sich in der Mitte für dich. Und wiederholt sich als Ergebnis. Du hast hier
in manchen Fällen doch Feuerelement. Mag sein. Könnte sein. Aber du hast hier schon mit einer Person zu tun, die du sehr gut kennst. Oft das Enttäuschungen gab es und so weiter. In manchen Fällen rede ich sogar über eine Person, die mehrere ja, Kontakte hat. Ja, in manchen Fällen, wie ich dir auch gesagt habe, in manchen Fällen sogar eine Person, die verheiratet ist, in einer Beziehung ist. Du wusstest das nicht mal. Es kann sogar möglich sein, dass du hier bestimmte Sachen nicht wusstest. Die Enttäuschung kommt oder ja, im September und du entscheidest dich für einen anderen Weg. Du entscheidest dich für einen anderen Weg. Also man muss ja wirklich mal Nein sagen können. Wie du gesehen hast, Steinbock, für dich kam die Karte der Fluss und ich möchte diese Karte für dich vorlesen, ja? Nummer 20. Nummer 20. Also alles auf der Welt folgt einer natürlichen Bewegung. An Phänomenen wie den Gezeiten, also Ebbe und Flut, kannst du das gut beobachten. Das Symbol des Flusses steht für die unangestrengte natürliche Bewegung auf ein bestimmtes Ziel hin, sowie für die Fähigkeit, Hindernissen elegant auszuweichen. Und ein bisschen erinnert es auch an das Gefühl des Los- und Zulassens. Das Auftauchen des Flusses an dieser Stelle weist darauf hin, dass Bewegung in deine Absichten kommt. Nun ist es Zeit, der Natur ihren Lauf zu lassen. Du bist jetzt zu unaufgeregtem Vorgehen aufgerufen und dazu den Weg des geringsten Widerstands einzuschlagen. So, als würdest du dich zu Musik bewegen, in Partnerschaft mit Melodie und Rhythmus. Denk an den Künstler, der rein aus seiner Seele heraus kreativ wird und diese mühelos zum Ausdruck verhilft. Ohne jegliche Arglist oder Hintergedanken. Im Wissen, dass sich deine Bestimmung mit Sicherheit erfüllt, bist du aufgefordert, wie ein Fluss zu werden. Genieße das Abenteuer. Versuch jetzt nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Sehr gut, das habe ich dir gesagt und so denke ich das auch, Steinbock. Also versuch jetzt nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Sobald die Zeit dafür reif ist, darfst du darauf vertrauen, dass deine Träume Gestalt annehmen und deine Bestimmung dich zum Tanz auffordert. Im Moment jedoch musst du dich entspannen. Aktuell ist es nicht angeraten, an Türen zu rütteln, die sich nicht öffnen wollen. Vertraue darauf, dass jedes Hindernis, auf das du jetzt stößt, deinem höchsten Wohl dient. Denn es stellt eine gute Gelegenheit dar, dich neu zu orientieren und deine Handlungsmöglichkeiten abzuwägen. Du musst nur darauf bauen, dass sich deine Absichten zu gegebener Zeit realisieren werden. Betrachte diesen Moment als Geschenk. Starke Energie. Starke Energie. Starke Energie. Wow, Steinbock. Ich spüre das hier nämlich auch. Ich spüre diese klare Veränderung in deiner Energie. Es ist einfach so, du merkst ja, also du siehst ja das Wasser, diesem Strom, ja, diese Veränderung hier. Das ist, was ich hier auch spüre, Steinbock. Deinen Fokus wird ganz anders gerichtet. In manchen Fällen siehst du das momentan nicht so. Wir reden für den Monat September. Also gerade haben wir noch den ganzen Monat August vor uns.
Aber ich spüre bei dir eine klare Veränderung in deinen Sicht, also deinen Fokus. Also fokussiert, es ist einen ganz anderen Fokus. Also ich spüre hier eine positive Energie für dich. Du bekommst hier Klarheit im August. Ja? Im August wird dir eine bestimmte Situation ziemlich klar werden. Ziemlich. Sogar in manchen Fällen, du siehst ja hier eine Person, die dich darum bittet. Ja, schau mal bitte hier. Die Person bittet einfach darum. Ja. Ja, also. In manchen Fällen nochmals, ich spüre hier eine Situation, die mit Eigentum zu tun hat oder irgendwie mit einer finanziellen Situation zu tun hat. Steinbock, du wirst natürlich wissen besser, wie das hier für dich so spricht, aber ich sehe hier eine klare Veränderung. Ich spüre hier einfach einen neuen Zyklus. Das ist für mich ein Zyklus. Ja? Die Karte der Narr ist Nummer 0. Und hier fängt natürlich einen neuen Zyklus an. Und das zeigt uns nämlich auch diesen Ritter der Münzen. Das ist für mich deutlich. Ja? Das ist für mich deutlich. Und du machst es möglich. Du machst das möglich. Weil du fließt dann. Du fließt einfach mit dem Strom. Ja? In manchen Fällen musst du hier nichts Großes machen. Es wird sich automatisch für dich so ergeben, du fließt mit diesem Strom. Weil vergesse nicht, ich denke tatsächlich, Steinbock, manche karmische Situationen musst du Nein sagen. Das ist hier zu sehen. Manche karmische Situationen wirst du Nein sagen. Ja. Und nochmals, in manchen Fällen hast du mit Sternzeichen Skorpion, Fische, Krebs zu tun. Muss gar nicht sein, aber könnte. Ja, ich habe dir ja gesagt, ich spüre die Synchronisierung zwischen dir, deine Sternzeichen und anderen. Also Sternzeichen Fische spüre ich hier sehr stark. Sternzeichen Fische, aber nicht nur. Zwilling habe ich dir ja gesagt und Jungfrau sogar. Ja. Also das ist halt mein Gefühl, aber in manchen Fällen spricht es gar nicht für dich. Und das sollst du auch nicht zwingen. Es ist einfach nur das Gefühl für mich, ja. Starke Energie. Steinbock, ich spüre eine sehr positive Energie bei dir. Und klare Veränderungen, ja. Und das fängt ab dem Monat September an. Ich denke, wir reden hier über eine Situation für dich, die im September anfängt. Und für den Rest des Jahres wichtig sein wird für dich, ja. Wir reden hier eigentlich nicht nur für September. Das Gefühl für mich ist, dass das der Anfang ist. Das ist der Anfang. Aber hier ist, wir reden über sehr, sehr gute Vorzeichen hier. Sehr gute Vorzeichen. Ja. Genau. Vielleicht nochmals sagt ihr etwas diesem Tattoo. Zeige es dir nochmals. In manchen Fällen spricht das, ist es wichtig für dich, diesen Tattoo. Oder jemand hat so einen Tattoo. Du siehst ja, der Magier hat auch einen Tattoo am Arm. Ja, der Magier ist Sternzeichen Zwilling. Also der Magier zeigt auch einen Tattoo. Genau wie hier nämlich auch. Ist nur interessant, ja? Nur interessant. Genau wie diesen Ritter der Kirche zeigt auch viel Tattoos am Arm. Merkst du, was ich meine? Es ist nur interessant, was ich gerade hier habe. Also der Ritter der Kirche zeigt auch Tattoos am Arm. Hier sehe ich wieder Tattoos. Und hier habe ich auch Tattoos. Ja, tatsächlich. Genau. Und hinter dem Deck gab es nämlich auch mehrere Tattoos. Steinbock. Keine Ahnung. Ich finde es nur interessant. Das Wort Tattoo hier ist schon zu sehen. Ja.
Ziemlich interessant. Steinbock, gerade sehe ich die Nummer 1414 in meiner Uhr, spricht sehr stark für die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist auf dem Tisch, Sternzeichen Schütze. Ein Schutzengel ist hier in dieser Legung. Ein Schutzengel führt dich. Ich spüre hier eine Führung. Sternzeichen Widder und die Nummer 4 spricht auch für viel Stabilität. Steinbock, die Energie, die sich hier für dich zeigt, ist sehr positiv. Ja. Veränderungen kommen nicht von heute auf morgen. Veränderungen benötigen immer eine bestimmte Zeit. Wir müssen es auch nicht eilig haben, weil der Sinn der Sache hier in diesem Leben ist nicht schnell ans Ziel zu kommen, sondern der Sinn hier ist, den Weg bis dahin zu genießen. Ja, diesen Tag für Tag, diesen heute, ja, carpe diem, also den heutigen Tag zu genießen, was heute ist. Wer sagt mir, dass ich an meinem Ziel irgendwann kommen werde? In manchen Fällen ist mein Schicksal schon viel früher und ich sterbe viel früher, bevor ich überhaupt an meinem Ziel ankomme. Also der Sinn der Sache hier ist nicht an diesem Ziel sich zu fokussieren, sondern den Weg bis dahin zu genießen. Von da aus, wir brauchen es nicht eilig zu haben. Ja, also einfach genießen. Genießen, ja. Und vertrauen, dass das alles so sein wird, wie wir es uns wünschen und den Glauben haben und überhaupt in der Liebe bleiben. Das finde ich am wichtigsten, ja. Also, dass man in der Liebe ist. Das ist überhaupt das Wichtigste. Und ich denke, wir reden bei dir schon hier über Liebe. Ja, ich sehe Liebe hier. Ja, das ist bei dir schon zu sehen. Also Steinbock, das ist die Energie, die ich hier für dich habe. Was soll ich dir hier sagen? Ich meine, ich spüre momentan, wenn ich dir ehrlich bin, es gibt eine Synchronisierung, kann ich nicht vermeiden. Und ich muss es immer wieder betonen, aber tatsächlich ziemlich interessant, ja. Also ich spüre diese Ähnlichkeit bei mehreren Sternzeichen. Wir sind in dieser Zeit drin, ja. Wir können es nicht mal vermeiden. Gar nichts. Steinbock, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.